Guten Morgen, Freunde. Tag 3 beim niederösterreichischen Mariazellerweg. Wir befinden uns jetzt hier noch in Zwettl. Werden jetzt die Ortschaft verlassen, schauen jetzt noch zum Stift. Heute folgt noch einmal, aber wahrscheinlich zum letzten Mal, die Flucht vor der Kaltfront. Ah ja, wir haben ja jetzt schon meine 20 Grad, war nicht mehr. Zuerst einmal guten Morgen, ja nochmal. Ja, diese 6 Sonnenschein, Sonnenpur beim ähnlichen Reisen. Ja, heute haben wir wieder nur 19 Kilometer, aber bei den Höhenmeter auch nicht so extrem, also wirklich eine schöne Tour. Ja, wir werden halt schauen, dass wir jetzt vor der Regenperiode noch ankommen, Ziel. Aber laut Prognosen können sie ja, dass es sich ausgeht, die erst gegen oben dann. Ja, somit werden wir uns dann in den Stift vermüden. So schaut's aus. Auf das freuen wir schon, dass wir sie wieder anschauen und dann gehen wir halt weiter. Wir vermüden uns wieder. Ja. Bis dann. Super, Peter. So, da sind wir jetzt also beim Stift Zwettl. Ich hätte gern drinnen ein Video gemacht, leider war eine Baustelle und war ein bisschen laut, aber man sieht ihn jetzt auch nicht ganz, aber ihr habt eh die Fotos gesehen und die Videos, die ich drin gemacht habe. Ja, noch sind wir guter Dinge, noch sind wir gut auf der Flucht, wir sind noch schneller als die Front, aber langsam habe ich, glaube ich, das Gefühl, wie wenn der Joe recht hat und sagt, das geht sich aus. Wir werden noch schwitzert werden, glaube ich. Was ich sagen möchte, also wenn ihr hier in die Nähe kommt, schaut euch bitte den Stift an. Ja. Das ist sehr sehenswert. Das ist ein ruhiges, schönes Platz, also ist zum Empfehlen, dass ihr da mal vorbeischaut. Genau, nein, überhaupt. Also von Zwettl dann hier ist halt der Stift. Ich habe das vorher auch noch nicht gekannt, das war mir komplett neu. Und ich habe es echt nicht bereut. Und der Weg, also jetzt sind wir am dritten Tag, hat nur Gutes bis jetzt gehabt. Wir melden uns sicher wieder demnächst auf der Strecke. Genau. Bis. Thank you.
Na, wir haben jetzt noch so 7-8 Kilometer. Noch liegen wir in Front, ungefähr 5 Stunden plus von dem da hinten. Hallo Freunde, das ist einmal eine Punktlandung. Also wie berechnet. Wir sind jetzt gerade, hier vorne ist dann unser Hotel, der Rottensteiner Hof. Und wir kommen jetzt rein und 100 Meter vom Ziel fängt es jetzt zum Regnen an. Schaut es euch mal kurz. Herrlich. Gewittertürme. Also das muss da wirklich einmal, das sind diese Zufälle. Jetzt sind wir 200 Meter vorm Ziel. Und dann. Ja, schau, da gehen wir noch schnell. Ja. Da am Boden tröpfelt schon. Da steht eh schon. Wir melden uns ein bisschen später nochmal, aber ich pack das gerade gar nicht. Kann sich noch was ringen. Was ist das? Hallo Freunde! Ah, jetzt seht ihr mal so ein richtiges, richtiges Pilgerzimmer, so wie das nun mal ausschaut. Da. Da. Das ist heute unser Quartier. Derweil hat es schon zu Regnen aufgehört, aber der Wind geht noch. Es ist gut möglich, dass heute noch was kommt. Ja, also wir sind jetzt hier in der Garten Rottenstein, in der Nähe von der Staumauer Rottenstein. Die werden wir morgen sehen. Ihr habt es eh gesehen, wir haben Glück gehabt, wir sind reinkommen und es hat zu regnen. Aber es war eigentlich nur ein kurzer Schauer, das muss man schon sagen. Also die Kaltfront hat sich noch nicht blicken lassen. Ich kann auch gerne unten bleiben im Südwesten, muss nicht kommen wegen mir. Ansonsten war es zuerst ziemlich eintönig und am Schluss hat diese Tour wieder einen anderen Charakter gezeigt mit dem Waldsteig und mit dem Seengebiet. Und das hat dann doch zu gefallen gewusst, also mir persönlich. Aber ich bin ja nicht allein auf der Tour, ich habe ja auch den Joe dabei. Kannst du nicht warten? Sieht doch nicht wie ich ausschaue jetzt. Du mein Körper präsentiert sehen. Nein. Ja, wie gesagt, es war heute wieder eine sehr, sehr, sehr schöne Tour. Die war eigentlich nicht so anstrengend und so, eigentlich hätte das Wetter ein bisschen zu schaffen gemacht. Es war sehr schwül, war sie. Durch das haben wir auch noch knapp bis zu erreicht, das hat ja geregnet. Ne? Aber wie gesagt, wir haben jetzt eine schöne Unterkunft und wir werden jetzt gut nachmessen gehen und ja, ist zum Empfehlen auch diesen Weg zu gehen. Mhm. So, ich würde sagen, das kann man auch schon so stehen lassen. Wir sind für heute.